Unser Neustart hier ist verzogen für 2014-3 Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. Schlechtweg die Beine kommt hier die Nummer 3 der schönen Beine. Da vorne geht es bereits tüchtig zur Sache. Tahmineh ist hier vorne. Auf dem Platz dahin bei Elsie praktisch auszumachen. Dann sieht man, wir haben von Forgino als nächstes. Weiter geht es dann mit Besitzer. Dann sieht man, wir haben von Castell, was die Vorregelte. Jetzt schon im Scheidepunkt, das Spielwechsel wurde nicht garantiert. Nutzvorteil von Tahmineh führt hier mit 2 Medaillen in Elsie Partridge. Dann kommt die Gegnerschaft mit Forgino. Ich glaube, da ist ein Castello, Alvizia, dann Hellohani, das wüsste ich auch. In den nächsten, da ist die gerade hier rein. Jetzt noch, bis zur Linie reichlich 350 Meter mit dem Kommando von Tahmineh. Erreicht das jetzt die gerade, jetzt für die noch 300 Meter. Tahmineh ist hier vorne, kann die auch lösen. Von Elsie Petrus dahinter greift jetzt Forgino an. Und hat der Rest des Feldes. Jetzt kommt außen rein, in den Rechner abgehen, als kann das spät sein. Forgino ist hier vorne und der wird auch gewinnen. Forgino gewinnt mit L.W.J.v.d.Meulen auf den Platz nach hinten, Elsie Petrus von Tahmineh. Und dann hat er auf den Platz nach auch wieder mit dabei. Und das war immer noch eine mit dabei auch in den Rechner. Und schließlich auch die neuen Aufgabe-Zwillersiege. Der gibt dann die Einzige an Forgino. Sie noch 300 Meter, Tahmineh ist hier vorne, kann sie auch lösen. Von Elsie Petrus dahinter greift jetzt Forgino an und hat der Rest des Feldes. Jetzt kommt außen nach oben, wenn ich noch früher, aber es kann zu spät sein. Forgino ist hier vorne und der wird auch gewinnen. Forgino gewinnt mit 5 M auf den Plätzen dahinter. Elsie Petrus von Tahmineh und dann noch länger auf den Plätzen an einige mit dabei. Das war Hellohani mit dabei, auch die Menschen. Und schließlich